In dem heutigen Video spielen wir eines der intelligentesten und erfolgreichsten Raubtiere der heutigen Zeit und machen mit diesem Jagd auf Dinosaurier. Und zwar dem Orca. Oder auch Schwertwal oder Killerwal genannt. Dieser kann kräftig zubeißen und auch schmerzhafte Flossenhiebe verteilen. Von dem Orca gibt es übrigens ganz viele verschiedene Varianten. Die unterscheiden sich optisch und auch die Werte sind so ein bisschen angepasst. Klickt jetzt einfach mal durch, damit ihr die sehen könnt, weil das sind wirklich viele. Auch mit abgeknickten Rückenflossen zum Beispiel. Das sind, glaube ich, auch Orcas, die es in echt gibt oder gab. Hier, Tilikum, den kenne ich zum Beispiel. Der hat in Gefangenschaft gelebt und ich glaube, der hat sogar 3 Menschen getötet. Aber ich glaube, der ist mittlerweile gestorben. Vielleicht spielen wir den auch, weil ich den kenne. Das ist schon echt cool gemacht, ne? Dass es so viele gibt. Oh, der Orca ist so toll. Ich freue mich schon richtig, den jetzt gleich auszuprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob wir schon durch sind. Ich glaube noch nicht. Aber ihr seht schon, wie viele es wirklich gibt. Da kann man sich gar nicht entscheiden. Aber ich werde jetzt den spielen, den ich kenne. Und zwar den Menschenkiller. Oh, guck mal, der winkt uns sogar zu, der Süße. Oh, den muss ich jetzt erstmal wiederfinden hier. Da ist er. Und da sind wir auch schon gespawnt als kleiner Orca. Noch ist unsere Rückenflosse übrigens gerade. Ich bin mal gespannt, wann die rum wird. Wahrscheinlich, wenn sie wächst. Ich mache jetzt erstmal hier irgendwie ein Kunststück für euch. Oh, guck mal. Ein Purzelbaum. Dafür könnt ihr doch mal ein Like da lassen. Ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen questen. Ich glaube, hier gibt es Fische. Aber wir müssen als Mission kleine Fische fangen. Da ist, glaube ich, sogar gerade ein Hai. Na, den killen wir jetzt. Wir sind hier an der Spitze der Nahrungskette. Ja, guckt euch das mal an. Gar kein Problem. Das sieht schon ein bisschen seltsam aus, weil wir halt noch so klein sind. Aber ich lasse den auch mal wieder los, würde ich sagen. Weil den brauchen wir nicht. Wir brauchen kleine Fische. Ja, Schildkröte gehört auch nicht dazu, aber hier müsste es halt auch kleinere Fische geben. Sind wahrscheinlich jetzt schon alle weggeschwommen, weil ich mit dem Hai gespielt habe. Oh, der Hai jagt sogar gerade den Fisch. So nicht, Mr. Hai. Das ist mein Fisch. Komm, das zählt doch als kleiner Fisch bestimmt, oder? Ne, hat nicht gezählt. Ist auch ein großer Fisch. So, jetzt habe ich die Forelle. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwo anders hin. Also hier gibt es anscheinend nur große Fische. Bringt uns halt nichts dann für die Mission. Wir müssen übrigens auch ab und an mal auftauchen, um Luft zu schnappen. Aber das ist ja gar kein Problem. Ich werde sowieso wahrscheinlich viel an der Wasseroberfläche mich umschauen. Man kann auch irgendwie aus dem Wasser springen. Das habe ich gerade aus Versehen einmal gemacht. Ach so, okay. Einfach Leertaste spam. Ah, guck mal, jetzt wo wir wachsen, knickt so langsam unsere Rückenflosse ab. Das ist ja echt cool gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie das so im weiteren Verlauf aussieht. Und er kann einfach die Zunge rausstrecken, wie süß. Nochmal ein ganz kleines Status-Update übrigens zur Rückenflosse. Die ist mittlerweile schon echt krass gebogen. Bin übrigens mittlerweile vollständig ausgewachsen. Und die Rückenflosse hängt jetzt auch komplett runter. Ich werde mich jetzt mal auf die Jagd begeben, so langsam. Ach, guck mal, da vorne ist auch schon direkt was. Irgendwas Kleines. Den würde ich ja gerne fressen, sage ich euch. Das wäre ein guter Snack, aber da kann ich halt nicht rankommen. Schade, schade. Oh, da ist was. Ich glaube, das ist irgendein dicker Wal oder sowas. Meint, ich kann gegen den kämpfen? Ich meine, ich bin ja vermutlich viel schneller als der.
Aber der sieht groß aus. Sehr, sehr groß. Ist das der Leviathan oder was ist das für einer? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich traue mich gerade noch nicht, den anzugreifen. Der wird ja wahrscheinlich auch einen Schweifhieb haben, wenn ich von hinten den angreife. Aber ich verfolge den mal ein bisschen. Wenn wir ins tiefere Wasser gehen, dann bin ich, glaube ich, mutiger. Ich mache jetzt einen Angriff. Versuche ihn jetzt die Leber rauszubeißen. Haben wir geschafft. Okay, ich weiß nicht, wie ich am besten gegen ihn kämpfe. Ich habe ein bisschen Angst vor seiner Schweifflosse, weil die halt so groß ist. Da habe ich auch einen mitbekommen. Ich habe ihn aber nochmal die Leber rausgebissen. Die zweite Leber. Boah, der Schweif tut echt weh. Ich muss halt ein bisschen aufpassen wegen meiner Stamina. Oh, er kommt. Oh nein. Ich kämpfe halt immer gerne ohne Hut, muss ich sagen. Boah, der tut echt weh. War übrigens so ein Schrei, der auch Schaden macht. Aber ich habe nicht mehr viel Stamina, sehe ich gerade leider. Oh nein, er kommt näher. Ich versuche mal hier das kleinere lieber anzugreifen. Der kriegt jetzt einen Schweifhieb. Halt echt keine Stamina mehr, das war nicht klug. Knabber den einfach mal von hinten schön an. Gute Hits gelandet, aber gleich können wir uns nicht mehr schnell bewegen. Er schwimmt weg. Schade, schade. Es gibt keinen Entkommen von mir. Bleiben schön hinter ihm. Er versucht weiter zu entkommen. Er ist auch ganz schön schnell. Ich bin da leider nicht so schnell. Er will dann in den Ozean flüchten. Der ist halt richtig schnell. Ich glaube, der will mich gleich überraschen da vorne. Oh, der Weiß ist auch wieder da. Ich glaube, wir sollten gehen. Jetzt haben wir hier zwei Feinde. Das ist wahrscheinlich keine gute Sache. Dann flüchte ich lieber. Oh, vor mir ist ein Croc. Versuch mal unter das zu schwimmen. Oh, der will auch kämpfen gegen mich. Ich bin leider noch ein bisschen angeschlagen. Aber die Leber beißt ihm trotzdem raus. Versuche mir das Terrain so ein bisschen zunutze zu machen. Willst du nämlich langsam spielen? Wenn ich hinter ihm bin, ist gut. Können wir schön reinbeißen. Kommt er wieder?
und jetzt beißen wir ihm wieder schön die Leber raus. Das hat doch gut funktioniert. Der trifft mich leider gerade auch. Okay, das waren ein paar gute Treffer auf jeden Fall. Können halt schön hinter dem bleiben. Aber kann halt an Land fliehen zur Not. Das ist ein großer Vorteil. Ich glaube, wir haben ihn schon gut verwundet. Kommt jetzt gleich wieder mit einem Charge wahrscheinlich. Wir können aber auch chargen. Da haben wir ihn. Perfekt. Oh, das war, glaube ich, knapp. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben auch einen Schrei. Hier so eine Unterwasser- Vision, sage ich mal, dass man besser sieht. Ist so ein bisschen so wie die Nachtsicht von The Isle unter Wasser. Kann auch ganz praktisch sein, wenn man halt irgendwas sucht. Aber ich glaube, das hält nur 30 Sekunden. Dafür ist übrigens dieses aus dem Wasser springen, das ist einfach nur so ein bisschen angeben, glaube ich. Weil das ist immer random, was der halt für einen Stunt macht. Finde ich aber ganz cool. Ihr seht das, er macht jedes Mal irgendwie was anderes. Komm, einen machen wir noch, weil es so schön ist. Okay, das war sogar der coolste. Einfach fast die doppelte Rolle. Ja, ich würde sagen, ich ruhe mich erstmal wieder aus. Und dann können wir weiter jagen. Das ist ein Capro, glaube ich, ne? Ah, der flüchtet direkt. Springt an Land. Können übrigens von Land auch wieder zurück ins Wasser chargen. Das hat aber auch sehr hohen Cooldown. Schwieriger Kampf gerade. Der hat aber Fallschaden bekommen, das ist gut. Aber ich glaube, der wird nicht mehr ins Wasser jetzt kommen. Der flüchtet halt jetzt. Ich verwechsel leider manchmal die Tasten, wenn ich das halt nicht eingeblendet habe. Aber das passiert. Ich spiele trotzdem lieber ohne HUD. Weil ich finde, es ist halt einfach im Weg. Das nimmt irgendwie so viel vom Bildschirm ein. Ich wünschte wirklich, dass man das irgendwie kleiner machen könnte oder bewegen könnte oder so. Weil ihr seht ja, wie viele Symbole da sind. Und ich denke mal, wenn ich jetzt noch ein bisschen spiele, dann lerne ich die Attacken einfach auswendig. Das passt schon. Könnt auch gerne mal eure Meinung reinschreiben, ob ich das doch lieber anlassen soll, damit ihr seht, welche Attacken auf Cooldown sind und welche Attacke ich eingesetzt habe. Aber ich finde es, wie gesagt, ohne sehr viel angenehmer, das Spiel. Boah, das sieht so mies aus mit den ganzen Wunden. Und dann diese abgeknickte Rückenflosse. Der arme kleine Orca. Aber dem geht's gut. Seht ihr? Der kann noch frech sein. Und ein Purzelbaum. Ich schwimme jetzt hier mal die Küste ein bisschen entlang. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwie was finde. Ach, guck mal, hier vorne sind kleine Spinos. An die komme ich leider nicht ran. Ich würde gerne mal versuchen, wenn ich sowas am Land sehe und die am Ufer stehen, halt so rückwärts ran zu schwimmen. Damit der Schwanzflosse die hochzukicken. Ich weiß halt nicht, ob ich die dann ins Wasser kicken kann. Ist aber tatsächlich gar nicht so einfach. Man muss rückwärts schwimmen, sprinten, dann im richtigen Moment drücken. Ich habe aber auch eine Attacke, mit der kann ich, wenn ich von unten komme, Beute am Ufer greifen. Aber das ist auch nicht so einfach. Man kann die nur unter Wasser einsetzen, wenn man sprintet. Und da muss man halt im richtigen Moment die aktivieren.
Ja, genau so. Und dann könnte ich die auch packen. Das geht. Und ich kann dann auch wieder zurückrutschen. Und da vorne ist nochmal so ein Leviathan. Ist es halt wirklich, glaube ich, ne? Ja, der kommt jetzt langsam ins Wasser. Guck mal, ich wink dir zu. Oh, was kann der denn? Der kann sich einmal rumrollen. Das ist ja witzig. Ich strecke ihm die Zunge raus. Ich liebe diese Wal-Sounds so sehr, ne? Das ist so cool. Oh, er ist mit mir aus dem Wasser gesprungen. Ah, du kannst es irgendwie besser als ich. Deine Rolle sah besser aus. Gekonter. Boah, den musst du mal toppen. Der war krass, der Move. Na, meiner war diesmal besser. Ah, der war langweilig. Jetzt bist du wieder dran. Oh, eine Fontäne gesprüht. Das kann ich leider nicht. Guck mal, der kann richtig hoch springen. Das ist echt verrückt, ne? Dafür, dass es so ein fetter Wal ist. Oh, ich glaube, der schwimmt gleich durchs Wasser da vorne. Ich warte noch einen kleinen Moment, damit er nicht umdrehen kann. Dann greifen wir an. Oh, ich bin auf ihn draufgesprungen aus Versehen. Oh, er geht unter. Habe ich nochmal eine Leber rausgebissen am Ende. Komm her. Da müssen wir leider gehen. Oh nein. Ich glaube, ich kriege Besuch. Ich habe keine Stamina mehr. Hallo. Bitte tu mir nix. Ich habe keine Stamina mehr, weil ich rumgetobt habe. Na, der macht halt wirklich nichts. Gott sei Dank. Jetzt werde ich dich auch nicht angreifen. Auch wenn es verlockend ist, weil du da jetzt so sitzt. Aber das werde ich nicht tun. So gemein bin ich nicht. Das finde ich am witzigsten. Dass man das kann. Oh, da vorne ist wieder einer der Spinos. Oh. Ich habe ihn voll Schaden gemacht. Greift mich auch an. Ich dachte, ich kann ihn greifen. Er ist aber zu schwer. Oh, da habe ich ihn erwischt. Oh Gott. Ich kann nicht mehr zurück. Ich hänge fest. Oh no. Die zerhacken mich. Aua. Den einen hat es richtig erwischt. Die sind leider zu groß. Ich kann die leider nicht packen.
Aber ich will dich jetzt auch in Ruhe lassen. Die wollen einfach nur... Oh. Ich habe ein Problem. Wir sollten gehen. Ich bin ein gestrandeter Wal. Oh, das sieht irgendwie gerade voll traurig aus. Aber jetzt passt auch die Rückenflosse sehr, sehr gut, dass sie so umgeknickt ist. Aber ich denke mal, das soll es jetzt mit dem Orca gewesen sein. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Falls ja, lasst gerne ein Like da und abonniert auch gerne den Kanal. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.